Einen brutalen Ehemann müssen jetzt die Oberkommissare Thomas Tschech und Nicole Riedl stoppen. 2025 für Egon. 2025 hört. Fahrt man den Birkenweg 65. Eine Frau Berger meldet häusliche Gewalt, vermutlich gegen ihre Tochter. Frau Berger ist vor der Tür, die kommt nicht rein. RTW ist auch schon verständigt. Ja, verstanden, wir sind ganz in der Nähe. Von der Leitstelle erfahren die Beamten, dass der Schwiegersohn der Melderin nicht als gewalttätig bekannt ist. Doch das Paar soll sich in einer Ehekrise befinden, die eskaliert sein könnte. Haben Sie uns gerufen? Ja, ich habe Sie gerufen. Okay. Meine Tochter Frauke ist da oben. Die hat ein Gespräch mit ihrem Noch-Ehemann, die will sie scheiden lassen. Und ich hatte die ganze Zeit so ein komisches Gefühl, wollte schellen gehen. Ja. Die machen aber nicht auf. Ich höre da Schreie, also irgendwas ist da passiert. Schreie? Schreie? Also ich habe Schreie, Gepolter gehört. Also okay, und dann gehen wir mal gucken. Es öffnet auch keiner. Und dann bleiben Sie erstmal zurück, ja, wir gehen mal gucken, ja? Ich weiß ja nicht, was da los ist. Warte, soll ich mal kurz. Also bei der Melderin handelt es sich um die Mutter. Die wollte ihre Tochter besuchen und hat dann halt dieses Geschrei mitbekommen, diese Lautstärke, dass da irgendwas nicht in Ordnung war. Hat halt Panik bekommen, ihre Tochter, weil sie weiß, dass ihr Schwiegersohn ein bisschen renitenter ist und hat uns dann halt zu Hilfe gerufen. Hallo, Polizei? Polizei Duisburg? Hallo, Polizei Duisburg, können Sie mal die Tür öffnen? Machen Sie mal die Tür auf. Ja, ansonsten machen wir die Tür auf. Wir machen die Tür auf, wenn Sie nicht die Tür aufmachen. Schnell! Oh. Schnell! Sarah! Die verstörte Dame ist die Freundin der Ehefrau. Sie nahm als Vermittlerin am Krisengespräch teil, als der Mann auf einmal völlig ausrastete und die beiden Frauen angriff. Frauke ist meine Tochter, das ist Sarah, das ist ihre beste Freundin. Woher haben Sie das Blut? Messer, komm, wir gehen rein. Messer. Der bewaffnete Ehemann befindet sich noch im Haus. Die Kommissare müssen jederzeit mit einem Angriff rechnen und mit weiteren Opfern seines Amoklaufs. Polizei Duisburg, hallo. Mein Mann ist was los? Oben? Ja, oben. Bitte gehen Sie nach oben. Schnappen Sie sich. Kommen Sie klar? Ja. Ja, im Flur haben wir dann halt die Tochter gefunden. Sie war auch angeschlagen, sie hatte eine Kopfwunde, war aber ansprechbar. Sie hat uns dann den Hinweis gegeben, dass sich wohl ihr Mann, ihr Freund, sich dann im oberen Bereich des Hauses befinden würde, dass er aber ein Messer hätte und dass er für uns dann auch ganz klar ein Gebot, dass wir da ein bisschen vorsichtiger vorgehen müssten oder unter mehr Sicherung. Scheiße, komm. Sieht das gut, na ja. Hier liegt ein Messer. Warte, ein Messer? Warte. Hallo? Warte, geh mal zur Seite, vielleicht musst du auch machen. Hallo? Komm. Geh mal zur Seite. Okay. Hallo? Der ist unten, komm, der ist da unten. Da ist er, komm, warte. Scheiße. Hinterher. Schnell. Der haut ab, der Typ, ey. Der Täter konnte vom Balkon springen und so einen großen Vorsprung vor den Beamten gewinnen. Plötzlich ist er wie vom Erdboden verschluckt. Ist da einer drin? Gerade reingegangen. Warte mal. Da ist einer. Verpisst euch! Hey! Hey! Verpisst ihr euch! Wer scheißt dich was an? Ah! Komm, lauf! Verpisst euch! Ruhe! Verpisst euch! Okay? Verpisst dich aus dem Zeug! Runter mit dem Teil! Nein! Ich sprüh! Ihr holt ab, haut ab! Bist du ruhig? Ihr wollt abhauen! Pass auf, mach den Arm locker! Mach den Arm locker! Also der Herr Wittlich, der war schon sehr renitent. Wir mussten ihn dann mehrfach wieder neu sichern und auf ihn halt sehr massiv einsprechen. Mit einfachen, sanften Worten wäre er nicht zu beruhigen gewesen. Aber hinterher ist er zum Glück ein bisschen runtergekommen, wo wir ihm klar gemacht haben, dass die Sache für ihn aussichtslos ist. So, zieh die Beine an. Wir heben dich jetzt hoch, okay? Wir heben dich hoch. Ja, Mann! Okay, und du willst uns dabei. Okay. Ich seh das. Das ist egal. Du bist jetzt mal ein bisschen ruhig. Bei den Ermittlungen finden die Polizisten heraus, dass der Ehemann seine Frau betrogen hat. Die konnte ihm nicht verzeihen und wollte die Scheidung. Der Frust darüber hat den Mann derart in Rage versetzt, dass er zu Gewalt griff. Einmal einen Sani! Einen Sani! Jetzt kommen wir wegen den Augen. Pfefferspray abgekriegt hier. Hast du einmal nach den Augen guckt? Ja. Wir haben Reizgas eingesetzt, Pfefferspray. Lass mich auf die Seite. Genau.
muss mal gucken, dass hier die Augen durchspült oder so. Ich gebe mir mal einen Kompress mit. Ja, ja, super. So, jetzt ist alles gelaufen. Nun war es für uns auch wichtig, wir hatten ja die Sanis vor Ort, dass der Herr Wittlich auch behandelt wird. Wir mussten ihn halt erstmal sicher haben, wir mussten ihn erstmal safe haben. Und danach ist natürlich sofort eine Behandlung erforderlich, sobald es möglich ist, dass er auch da seine Augen gereinigt bekommt. Denn er hat auch immense Schmerzen und es wäre dann nicht verhältnismäßig, wenn er da mit Schmerzen weiterhin sitzen würde. Was war jetzt hier, was war die Sache? Also er ist komplett ausgeflippt. Sie hat, meine Tochter, Frauke, hat ihm gesagt, also, dass sie scheiden lassen will. Ja. Daraufhin hat er sich rumgedreht, ein Brotmesser rausgeholt und wollte auf Frauke los. Die Sarah ist dazwischen gegangen und hat dann da die Messerschnitte abgekriegt. Und Frauke ist dann wohl weg und er hat dann noch mit einer Vase nach meiner Tochter geschmissen. Er hat also hinten eine Platzwunde. Und also jetzt nur, weil sie gesagt hat, sie will sich scheiden lassen. Und wie gesagt, er ist fremdgegangen, sie will keine Versöhnung. Und dann ist er komplett weggerastet. Komplett. Also der Herr Wittlich könnte hier eine schwere Körperverletzung begangen haben. Gegebenenfalls einen versuchten Totschlag. Das ist tatbestandsmäßig wohl schon erfüllt, würde ich sagen. Aber das klärt hinterher der Staatsanwalt und der Richter, wie das Strafmaß da angesetzt wird. So, ja. Ich werde mich jetzt zu Ihnen setzen, Sie begleiten. Augen sind zu, Hände sind gefesselt, also Sie haben, glaube ich, die schlechtere Position. Aber wenn Sie nervig werden, wir wissen uns zu wehren, ja? Haben Sie mit, ja? Alles klar. Wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte wird der Ehemann vor Gericht kommen. Seine Noch-Ehefrau erwirkt ein Näherungsverbot und beantragt eine schnelle Härtefallscheidung.